Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Alex und herzlich willkommen bei Beats & Beats. Heute möchte ich mit euch ein Sample von Grund auf aufbauen. Es soll warm sein, es soll kratzen, es soll interessant sein und dadurch müssen unsere Beats auch dementsprechend geil klingen. Lass uns am besten direkt loslegen. Ja, ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet, weil sonst würde das Ganze extrem lange dauern. Und ich möchte kurz einfach drüber gehen, was man alles benötigt oder beziehungsweise wie man beginnt. Ich bin hingegangen und habe einfach bei den Strings, ich habe einfach ein Instrument genommen und habe gesagt, okay, so eine Viola Solo in Pizzicato. Dann habe ich mir ein Tempo ausgewählt, 135 BPM, und habe eine Melodie aufgenommen. Erstmal überhaupt nicht interessant. Ich dachte mir, okay, es ist wirklich sehr langweilig an sich. Da passiert nichts, würde ich jetzt irgendwie Drums drüber hauen, wäre eine sehr langweilige Nummer. Ich habe dann direkt an eine Zweitstimme gedacht. Das heißt, ich bin dann hingegangen, habe ein Instrument aufgemacht mit Solo-Strings und habe eine Doppelstimme drüber aufgenommen. Einzeln so. Ja, einfach ein bisschen höher. Zusammen hört sich das dann so an. Ich dachte mir, okay, jetzt brauche ich irgendwelche Grundakkorde oder irgendetwas, was das Ganze abrundet. Weil das ist immer noch sehr trocken, es ist immer noch sehr langweilig und irgendwie macht das keinen Spaß, hier zuzuhören. Da habe ich mir gedacht, ein Klavier, einfach die Grundakkorde zu spielen, wie ich sie mir vorstelle. Und das klingt zusammen mit dem Klavier so. Okay, das ist der Ausgangspunkt für die Samples. Jetzt möchte ich in meinen Mixer gehen und euch zeigen, was ich dann daraus gemacht habe. Und zwar habe ich ja hier diese beiden Streicher. Zum einen sehr hoch und zum anderen irgendwie in den Ohren tut das so ein bisschen weh. Was kann man dagegen machen? Zuallererst gibt es ein Plugin, was extrem geil ist, meiner Meinung nach. Das ist dieses RC20 Retro Color. Du kannst damit so gut wie jeden Sound interessant machen. Selbst wenn du einen Sinuston hast, kannst du mit diesem Teil schon sehr viel rausholen, dass es interessanter klingt. Du hast hier unterschiedliche Optionen wie Noise oder so ein Wobbling-Effekt. Distortion hast du hier drin. Du kannst das digitalisieren. Du kannst da ein Hall oder beziehungsweise ein Room draufpacken, also ein Raum. Und dieses Magnetic. Dieser Effekt Magnetic, das simuliert im Grunde genommen so ein Band. Ja, wenn du deine Aufnahmen über ein Band früher laufen lassen hast, dann hat er so eine kleine Schwingungen gehabt oder ab und zu mal ist der Sound verschwunden und so weiter. Und das kannst du höher oder weniger, je nach Sound, wie du es brauchst, kannst du das Ganze rein mixen. Hier gesamtes Plugin und hier sozusagen kannst du dann einzeln die Effekte nochmal regeln. So, wie hört sich das mit diesem Retro-Color an? Das ist ohne und jetzt mit. Ohne, mit. Man merkt dieses Wobble-Effekt so, dass es ein bisschen von der Tonhöhe hoch und runter geht. Ich zeige das mal überspitzt. So würde sich das anhören, wenn du 100% reindrehst. Aber wenn du minimal reindrehst, dann hast du so einen kleinen, ja, das bewegt sich so ein bisschen. Dieses Distortion, wenn ich komplett reinhauen würde, dann merkt man, dass es einfach übersteuert. Bei 50% ist es perfekt. So, der zweite Sound, da ist dieser RC20 Retro ebenfalls drauf mit denselben Einstellungen und zusammen hört sich das so an. Nochmal ohne. Was habe ich als nächstes gemacht? Und da setze ich auf das Plugin. Ich weiß nicht, für alle Beatmaker
Ich würde es euch einfach raten, dieses Plugin sich zu holen. Das heißt Halftime. Das hat mich auf ein neues Level gebracht. Hört sich vielleicht doof an, aber das ist wirklich ein entscheidender Punkt gewesen, wie ich meine Beats an... Oder sagen wir mal so, das war der erste Punkt, wo ich angefangen habe, meine Beats besser zu machen. Ich mach's mal aus. So, und jetzt mit. So würde es sich anhören, wenn ich den Mix komplett reindrehen würde, bei 100%. Man kann das mit unterschiedlichen Tempo anstellen, zum Beispiel ein Bar oder ein halber Loop. Ändert sich hier erstmal nicht. Aber bei ein Viertel merkt man sofort, dass er nach jedem Viertel neu anfängt. Genau, ich habe das bei ein Bar gelassen und hier habe ich den Mix auf 61% gehabt. So, dass Original-Sound ein bisschen durchgeht zu knapp 40% und 60% von diesem Tiefen. Exakt dasselbe habe ich bei dem anderen Sample gemacht und zusammen hört sich das so an. Ja, dann habe ich danach noch ein bisschen mit dem IQ rumgespielt. Ich habe die Tiefen weggeschnitten und die Höhen, weil die haben mir nicht getaugt. Das ist derselbe Sound, ich habe dieselben Einstellungen benutzt. Und zusammen hört sich das dann so an. Nochmal ohne. Und nochmal mit. Schon wesentlich interessanter. Das ist sauber, die Tiefen sind weg, man hat genügend Platz für die 808 und für Bassdrum und was nicht alles dazu kommt. In den Höhen ist es noch ein bisschen zu hell, aber da komme ich später noch dazu. Danach habe ich den Piano-Sound bearbeitet, hört sich folgendermaßen an. Also ich habe hier auch den RC20 Retro mit draufgeschmissen, mit denselben Einstellungen, so dass es zusammenpasst. Haut immer noch ordentlich rein. Ich dachte mir, hier fehlt ein bisschen Tiefe. Er soll nicht so in den Vordergrund sein, sondern mehr in den Background zurück. Deshalb ein Reverb mit drauf. Geht automatisch zurück. Ohne. Ist direkt im Vordergrund. Und mit. Also mit rückt das ein bisschen in den Hintergrund. Und natürlich ein Farbfilter noch drauf. Ich habe die Höhen komplett abgeschnitten. Ich wollte, dass es so dumpf wie möglich spielt, damit einfach Platz für den Sample-Sound ist, für die beiden Violinen oder Geigen oder was auch immer. Und hört sich dann so an. Ja, man hat nur die Grundtöne, aber die hohen Passagen, die übernehmen natürlich die Streicher. Jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt und zwar zu Streicher. So haben sich das die jetzt angehört. Da habe ich ebenfalls einen RC mit draufgeschmissen. Ich habe die vier Sounds in eine Gruppe geroutet, die da heißt Sample-Gruppe. Und in dieser Gruppe habe ich dann ebenfalls noch einiges bearbeitet. Und zwar habe ich hier ein paar Kompressoren mit reingeschmissen, die Höhen komplett nochmal reingedreht und ein bisschen mehr die Bässe reingedreht. Hört sich jetzt mit so an. Ohne. Noch sehr lasch, sehr schwach und mit. Dem Ganzen habe ich noch ein Hall gegeben. Hört sich jetzt so an. Natürlich das Ganze mit einem IQ bearbeitet. Die Bässe mussten verschwinden, damit einfach Platz für die 808 und für Bassdrum gegeben ist. Und die Höhen, die durften nicht so in die Ohren reinschneiden. Ja, also nochmal mit drauf. Jetzt ist es interessant geworden. Durch den Farbfilter, durch das Abschneiden von den Frequenzen. Die sind ja da, die sind ja im Grunde genommen da. Alle Frequenzen, die ich im Vorfeld erstellt habe, die sind ja alle da. Und wenn ich die Höhen wegschneide, dann heißt es nicht, dass die verschwunden sind, sondern diese Höhen und was auch immer, die sind ja in den Tiefen auch minimal mit verfügbar. Und ich habe
abschließend nochmal den RC20 Retro draufgeschmissen. Da habe ich Neues draufgepackt. Vinyl 2, das ist so ein Kratzen von der Platte. Wobble-Effekt mit reingedreht, hier ziemlich stark, bei fast 20%. Distortion, volle Kanüle. Space habe ich noch mit reingeschmissen und diesen Magnetic-Effekt. Und hört sich jetzt mit so an. Also erstmal ohne. Und jetzt mit. Dieses Noise, das ist ein bisschen zu laut, das könnte ich natürlich auch noch ein bisschen leiser drehen. Jetzt wird das erst interessant, das ist so, als ob das von irgendeiner uralten Aufnahme stammt, das Ganze. Das hört sich so an, als ob das irgendein Orchester zu 60er, 50er Jahren gespielt hat, was weiß ich, also sehr, sehr lange her. Und das macht das Ganze interessant. Ich deaktiviere nochmal alle Plugins und lasse es spielen. Das hört sich extrem nach MIDI an. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das hört sich wirklich extrem nach MIDI an. Und alles eingeschaltet. Es ist extrem groß. Ich müsste jetzt diesen Sample exportieren und dann hätte ich ein File und dann könnte ich diesen File benutzen, ohne dass es nachhallt. Ohne dass es danach, wenn ich auf Stop drücke, dieses Rauschen, dieses Knistern mit drauf ist. Ich hätte dann einen Sound, einfach ein Sample, wie ihr ihn irgendwo anders findet. Dieses Beispiel, muss ich auch sagen, ist halt übertrieben. Ich wollte einfach nur zeigen, bis wohin man gehen kann. Man kann natürlich noch wesentlich weitergehen. Man kann noch Effektkanäle erstellen und noch mehr Sounds reinpacken und so weiter und so fort. Da sind keine Grenzen gesetzt. Auch das ist schon ein extrem umfangreiches Beispiel, muss ich ehrlich zugeben. Allerdings, so ungefähr macht ihr einen Sample interessant. Ihr schmeißt irgendwelche Tape-Maschinen drauf. Ihr schmeißt dieses Halftime drauf, so dass es alles ein bisschen durcheinander ist, dass es alles sich unsauber anhört, wie von Hand gespielt. Denn wenn ich ein Instrument nehme und mit der Gitarre zum Beispiel irgendwas einspiele, dann habt ihr auch irgendwelche Scratches drauf und irgendwie Fehler beim Anspielen. Ihr habt alles Mögliche. Ihr habt irgendwelche unerwartete Sachen, die unser Gehirn erkennen lässt, okay, das ist lebendige Musik. Und hier ist es genauso, dass man einfach diesen MIDI-Sound nimmt und dann den so verändert, dass es sich halt nach einer alten Aufnahme anhört. Ja, und wenn ihr einen Sample habt, wie in dem Fall, könnt ihr zum Beispiel noch vielleicht Vocals als einen anderen Sample mit draufpacken. Ich habe hier schon die Drums draufgeschmissen, also ich war sowieso gerade beim Beatmaking und da habe ich hier die Drums draufgeschmissen, Hi-Hats und so weiter und so fort. Und so könnte sich dann die Hook zusammen mit dem Sample und alles insgesamt anhören. Das ist noch nicht final gemixt und gemastert, aber dennoch bin ich schon auf einem guten Weg und so wird das aus dem Sample, den wir erstellt haben, dann ein ganzer Beat. Ich zeige nochmal, wie es sich anhören würde, wenn ich die Samples einfach so laufen lassen würde, ohne den Effekten. Sehr langweilig direkt und steril. Und jetzt mit. Wesentlich interessanter. Ist natürlich Geschmackssache alles, aber ich habe gelernt, dass wenn das so sauber daherkommt und als MIDI eingespielt, wirkt das halt extrem langweilig. Und wenn man dann die Vocals draufpackt und alles, wird es nicht dasselbe sein, als wenn du ein Sample hast, der hier ein bisschen kratzt und da ein bisschen kratzt, weil dann ist Leben drin. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Das war so ein kleiner Einblick, wie ich meine Samples erstelle, wenn ich meine eigenen Samples erstelle. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video.